Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Und da ist Peter. Peter haben wir wieder gefunden. Juhu! Und die Tierchen sind soweit. Cool. Ich nehme mir eine Hyäne mit. Okay, ich auch. Aber ich. Ach, ja, du nimmst dir gleich die mächtige Hyäne, war ja. Der Krokodil ist doch, glaube ich, nicht fertig, ne? Die Gazelle stelle ich aber mal auf und das andere Vieh. Oder willst du noch ein Vieh aufstellen? Nö, ich nehme die Hyäne mit. Ich weiß gar nicht, ob man maximal irgendwie nur... Achso, die laufen auch irgendwann ab, die Tiere? Die haben so einen Timer drin. Vielleicht ist das, wie lang die brauchen, bis sie verhungern oder so. Das kann sein. Ich stell dich mal... dahin. So. Die Gazelle wird, oh, ich kann gar nicht mehr laufen, weil ich überladen bin. Aber die Gazelle muss auf jeden Fall etwas höher, weil die überwacht dann die Sklaven. Und wenn die Sklaven nicht das Rad der Schmerzen bedient, dann, ja, wird die Gazelle da ihre Hörner sonst wohin stecken. So. Vor dem Sklavenrad. Haha! Gazelle, Kämpfer, bewacht. So, Hyäne nehme ich mal mit. Und... Hyäne hole ich aber, glaube ich, erst raus, wenn wir da oben sind. Wir wollen nämlich auf Großwildjagd gehen. Ja, Tiere jagen! Ami. Ganz mutig. Ich bin in die Stacheln gekommen, scheiße. Ach, Heinrich. Oh, ich muss noch mein Wasser auffüllen, bevor wir losgehen. Ach, Mathilde. Okay. Aber ich habe was zu essen mit. Faszinierend. Ach, ich brauche das Hackemesser an. Seid ihr alle da? Wie jene? Meine Hyäne habe ich doch nicht abgesetzt. Meine habe ich auch eigentlich schon oben abgesetzt. Ja, wir hatten es doch mit unseren Mitarbeitern auch, dass die dann einfach irgendwo aufgeplippt. Nee, das steht da oben noch. Oder kann ich nur einen auf Folgen nehmen? Egal, ich hab keinen Bock jetzt hochzulaufen. Hast du denn der Hyäne auch gesagt, dass sie dir folgen soll? Ich glaube schon. Naja. Glauben ist nicht das. Also eigentlich schon. Jetzt habe ich Peter dabei. Wir hatten nochmal eine Folge Rohstoff sammeln gemacht quasi, also im Offscreen. Und da haben wir noch ein bisschen, sind wir ein bisschen rumgelaufen. Im Sonnenuntergang. Kommst du? Hallo? Peter glitscht einfach nach vorne. Ja, und dann habe ich Peter da am Fluss traurig gefunden. Dann dachte ich mir, komm doch mal mit, Peter. Komm mit nach Hause. Ich kümmere mich um unser Personal. Du hast Peter auch nur gefunden, weil du gestorben bist und vergessen hattest, deinen Spawnpunkt zu aktualisieren. Das musst du ja nicht erwähnen. Wenn du mir vorwirfst, dass ich mich nicht um Peter kümmere, dann doch. Bist ja nie zurückgelaufen zu den armen Peter. Hast du ihn nie gesucht? Was müssen wir überhaupt jagen? Dicke Haut brauchen wir. Großwild. Ne? Großwild. Peter, wir brauchen Großwild. Ach, scheiß drauf, die Hyäne wird jetzt hier rausgesetzt. Das ist Banzai. Banzai? Wir brauchen nur noch eine dritte Hyäne. Dann haben wir Banzai, Shenzi und Ed. Können wir uns den Namen irgendwo mal aufschreiben? Es kommen wir durcheinander irgendwann. Ja, wer, also wer ist? Cool, wenn man die Begleiter benennen könnte. Das wäre richtig cool. Oh, das wäre wirklich cool, ja. Weißt du, wo es zum Großwild geht? So grob, ja. Am Brumbrum-Tempel vorbei. Ah. Aber Banzai. Ach, das sind ja die dummen Vögel. Kackvögel.
Ah, er läuft gleich weiter. Hey! Scheißvogel! Oh, Entschuldigung. Kannst du doch dein Tier nicht verletzen, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Genau, zieh ihm das Fell über die Ohren. Warum sind die so aggro heute? Die sind immer aggro. Echt? Peter lockt hier alle an, ja. Ach, Peter. Ja, Peter ist sowieso ein bisschen... special. Ups. Ach, hier liegt ja auch noch ein toter Vogel. Hey, wo will der denn hin? Er ist tot. Spannseil reicht. Brauchst nicht in die Luft zu beißen. Ja. Sag mal. Vielleicht bist du doch eher Ed. Was ist der? Ed. Wer ist denn Ed? Ich überlasse das immer euch, es dem lieben Heinrich zu erklären. Der Banzai, Shenzi und Ed. Keine Pfeile. Oh. Naja. Oh, und ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen fasern. Ich hacke immer noch. Wo bist du jetzt lang? Bin über die Prärie weitergelaufen. Nein. Ja. Okay. Hallo. Hallo. Ich muss doch ein bisschen Fasern sammeln, weil ich werde auf jeden Fall eine Notfallwerkstatt errichten. Hm, ist eine gute Idee. Ich weiß. Oh, das sind gelbe Blumen. Ach nö, das sind doofe Viecher. Ich habe keine Lust auf Steinnasen. Oh. Ich sagte doch, ich habe keine Lust auf Steinnasen. Hm? Boah. Ich habe auch keine Lust auf Steinnasen. Ich auch nicht, aber wenn dich drei angreifen. Peter, wo willst du denn andauernd hin?
Da ist doch niemand. Vollhorst. Ich weiß schon, warum du den stehen lassen hast. Ich hab ihn nicht stehen lassen, ich bin gestorben. Ist ja fast dasselbe. Also der ist wirklich nervig, der Typ. Aua. Warte mal kurz ein bisschen durch. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo du langläufst. Weil ich bin bis zum Fluss und dann links den Fluss runter. Ah, das ist mal gut zu erfahren. Da du ja schon Kilometer weiter vorne mich losgelaufen bist. Ich warte hier auch. Ja, jetzt, wo du schon Kilometer weiter vorne bist. Oh, wie praktisch. Hyänen essen Menschenfleisch. Und die Hyäne scheint recht brav zu sein. Wenn ich niemanden angreife, greift sie auch niemanden an. Ah, Peter hat irgendwen angegriffen, keine Ahnung. Ah, Peter ist auch ein bisschen dumm. So, jetzt nach rechts rüber, bitte. Das sind andere Hyänen. Gestreifte Hyänen. Hm, krieg nur Fleisch. Oh, Peter, ich bring dich um. Oh, diesmal hast du gut geschossen, Peter. Wunderbar. Wir wollten dich jetzt zunächst irgendwo in der Bettstadt. Was wolltest du hier? Eine Bettstadt demnächst, weil wir sind jetzt gleich in der Savanne. Ich brauche noch zwei Stöcke. Da auf diesem kleinen Vorsprung. Das sieht doch nett aus. Hier ist ja ein kleiner Abgrund. Da willst du das Bettchen aufstellen? Jo. Geht nicht. Ich glaube auch, weil das hier ein Stein ist, den abbauen kannst. Na, hier oben bei den Hyänen. Da kommen wir her, ja. Ach, hier ist ja ein ganzes Rudel voll. Von diesen Viechern. Hier ist wieder ein größeres Lager.
Ich glaube, ich baue mein Bett nochmal ab. So, es ist zwar nicht auf an der geilsten Stelle, aber... Hallo, nach rechts gucken. Seh dich nicht. Ja, weil du wieder zurückgegangen bist. Ja, weiß ich, welche rechts du meinst. Es gibt nur ein rechts, du Dödel. Hallo, ja, das wäre links von mir, du Dödel. Nein, du hattest erst, wenn du jetzt in die Richtung... Ja. Wo hast du dein Bett aufgestellt? Hinter diesem Durchgang. Ah, hier, das hier? Ja. Elefanten jagen? Ja. Dann lasse ich dich jetzt hier mal nicht folgen. Bleib mal hier schön stehen. Ah, die halten ein bisschen aus, ne? Ja. Und ich glaube, der will zu dir hochrennen. Wo ist denn Peter hin? Ja, wo bist du hin? Der neue Bogen hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Power. Ich glaube, die Katze hat abgebrochen. Super Katze. Du mit dem Hackmesser einmal ran oder soll ich ihn abhäuten? Ja, häute den mal. Wir brauchen definitiv dickes Fell. Ich würde das gerne nur wissen, wo Peter ist. So. Ah. Hallo. Weil ich wollte Peter nicht nach Hause schicken. Ich sehe noch einen Elefant. Ich glaub, Peter ist hier unten. Der kundschaftet. Nee, kundschafte nicht. Dann folge mir lieber. Oh. Ah, da ist noch ein Elefant. Sag, wenn du bereit bist.
Den kannst du dann ja mal mit dem Hackmesser machen, weil vielleicht kriegen wir dann eine Elefantentrophäe. Ja, ich bin bereit. Bin bereit. Muss nun treffen. Ja, ich auch. Oh, ist ein bisschen aggro, hm? Ein bisschen. Ach, deine Hyäne ist da unten und kämpft. Ja. So blöd, dass es jetzt gerade so dunkel ist. Hurra! Dann kannst du mit deinem Hackmesser rangehen. Jo, ich eile. Jetzt hat niemand gehört. Banzai kriegt jetzt ein bisschen Fleisch dafür. Wird gleich weggeknuspert. Oh, ich habe Elfenbein und exotisches Fleisch bekommen. Exotisches Fleisch habe ich auch, aber Elfenbein nicht. 24. Stoßzähne. Elfenbein hatte ich noch nie über. Oh, Stoßzähne habe ich auch. Okay, dann lass uns mal vorsichtig weiterziehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es hier auch Tiger gibt. Tiger, genau. War das da hinten rechts der Felsen, wo wir uns letztes Mal versteckt haben? Ja, das ist der Königsfelsen. Dann war da irgendwo ein Tiger. Da war vor allem auch ein Löwe. Ja, Löwe, Tiger, alles dasselbe. Nervige Raubkatzen. Also zumindest das letzte Mal, als wir hier waren, war da oben auf der Spitze war ein Löwe. Ja, ist auch wieder der Fall. Okay. Ja, da ist ein Tiger. Hier rechts auch. Also da ist auch ein Tiger, meine ich. Ja, da oben ist der Löwe. Ach, Simba Pisse. Oder ist es doch Mufasa? Was weiß ich. Aber das sind Nashörner. Ja, ich weiß. Weil die Tiger gehen mir auf den Pisser. Ja. Ich überlege nur, von wo man, wie man die Nashörner anlocken könnte, um sie zu töten, ohne von einem Tiger zerfleischt zu werden. Ich überlege gerade, das ist hier auch ein Stein, der kaputt gemacht werden kann, oder? Ja, der könnte klappen. Können auch die Tiere die Steine kaputt machen? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann haben wir wieder eine Schreibfolge von dir. Ich nehme dich mal ganz kurz. Ich will Peter oben aufstellen. Ach, das. Ach, geht sogar. Ey, Peter! Jetzt schießt er gegen mich Pfeile. Ey, gegen den Kudu. Ist tot. So, schaffen wir es von hier? Geh mal ein Nashorn anlocken. Ja, mach mal. Das ist eine gute Idee. Peter ballert hier alles nieder. Kommt was? Jo, da kommen zwei etwas. Ich komm hoch. Ich hoffe, Banzai überlebt das. Ach, Banzai ist hier oben. Ja, aber ich sehe kein Nashorn. Das sind zwei riesen Nashörner. Ah, jetzt ist er aufgetaucht.
Geil, dein Vieh greift oben an. Kann ich von hier schon. Also, so die Hyäne ist echt geiler Begleiter, muss ich mal sagen. Ah, ist ja praktisch, ich kann hier von oben reinpieksen. Oh, wo liegt die denn? Okay. Mache ich eins mit dem Häutemesser und du eins mit dem Hackmesser. Jo. Was denn für ein Schnarchhorst? Ist das bei dir auch so geil geflogen? Jo, auch geil geflogen. Nein! Er ist weg? Ja. Ne, hier bei mir ist er noch. Siehst du nicht? Ach, mein, ich sehe eins hier. Hä? Den habe ich ja gerade geschlachtet. Kannst du den auseinandernehmen? Ja. Jetzt ist meiner weg. Ich glaube, die Server-Synchronisierung haut irgendwie nicht hin. Das ist irgendwie komisch gerade. Weil ich hab's ja auch nicht gesehen, dass du sie angelockt hast. Okay. Erst als sie quasi kurz davor waren. Naja, habe ich sie gesehen. Aber mir ist auch echt heiß. Ja, mir ist auch heiß. Aber meiner Hyäne geht's gut. Wo ist denn Peter? Peter? Achso, muss ich Peter holen. Peter steht noch da rum. Folgen, Peter. Scheiße. Was ist denn? Ich sehe sein Inventar nicht richtig und ich glaube, ich habe ihm gerade das ganze exotische Fleisch gegeben. Oh oh. Wie gut, dass ich auch noch 10 exotische Fleisch habe. Hier sind wo Pfeile oder so? Ah gut, dann verhungert er mir jetzt nicht. Kommst du? Ah, da ist noch ein Nachbarn. Willst du da bleiben, dann locke ich das an. Ja, dann bleib ich noch kurz hier. Also die Hyäne ist echt super. Oh, den zerhacke ich. Du bist gerade in einen Baum geflogen. Warte, bevor du es kaputt machst, ich möchte noch ein schönes Bild. Oh, guck mal, da ist was kuschelt mit. Ach, ah, hab einen Kopf. Sehr schön. So, jetzt komm mit, Junge. Banzai. Also ich habe 36 dicke Haut und 18 Elefantenhaut. Ich habe gar keine dicke Haut, überhaupt keine.
wird dann nämlich beim nächsten Mal, wenn wir sowas mit der dicken Haut machen, nochmal mit dem Schildmesser gerne ran. Tiger irgendwo. Ja, der ist da oben, aber der... Der kommt runter bestimmt, pass auf. Nee, der... Ja. Ja, wo bist du denn, Muschi? Der ist da oben. Jetzt will ich dich auch töten. Da hinten ist nämlich noch ein Nashorn, dann können wir von da oben agieren. Den töten wir jetzt. Muschi, Muschi! Das ist ein Wildschwein? Das ist ein Wildschwein, also... Er kommt! Okay. Das war doof. Alter! Gerade irgend so ein Schwein gesehen. Ein Schwein? Ja. Ach so, Peter. Ja. Ach, da, das ist ein Mini-Nashorn. Das nehme ich mit. Oh, das ist eine coole Idee. Ich habe Peter nicht dabei. Danke, Peter. Ich habe das Nashorn-Kalb. Und ich kann mich gerade so noch richtig bewegen. Wollen wir trotzdem noch das eine Nashorn töten? Ja, können wir gerne machen. Ich würde nur Peter holen. Peter, kommst du? Böser Peter! Da sind noch mehr Nashörner. So. Peter, folgen. Oder ich locke es wieder an. Nee, ich hab keinen Bock auf diesen Hügel mehr. Okay, dann müssen wir uns einen anderen Hügel suchen. Ja, hier, wo der Tiger war. Hier ist ja, nee, da ist ja eine schöne, glatte... Ja, dann renne ich runter. Okay. Das kriegst du davon, das hast du von Peter. Kawasaki! So. Das Vieh ist ein gutes Vieh. Worauf schießt du jetzt, Peter? Bei Peter weiß man das nie. Nee, das weiß man wirklich nicht bei dem Typen. Also ich habe doch mal 9 mal Nashornhaut und 9 dicke Haut bekommen. Hier hinten war doch auch irgendwo ein Nashorn, habe ich mich vorhin verguckt. Ja, da am Tümpel waren welche. Warte, ich hole was. Oh, da ist auch ein schwarzes Nashorn. Das wird wahrscheinlich so ein Big Boss sein. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Beschütz mich, Banzai! Immer auf den Popo schießen, ist der Schwachpunkt. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. So geil. Also bei mir fliegen die einmal so richtig cool durch die Luft. Jo, bei mir auch. So, ich hab jetzt noch mal... Hier, Banzai, komm mal her. Oh,
Boah, wenn man das umwandelt, habe ich jetzt gut 100 dicke Haut. Hm. Da hinten ist noch ein Elefant. Möchtest du den Elefanten noch mal haben? Jo. Peter, da ist was für dich. Banzai, beschütz mich. Irgendjemand von uns bringt diesen... Ja, ich habe nur noch, okay, du hast die Giftpfeile. Ja, mehr habe ich nicht mehr. Ich habe irgendwie schon 100 Pfeile verschossen oder so. Gut, dann würde ich sagen, mach uns auf den Weg nach Hause. Ich habe noch gar nichts. Ich habe noch ein bisschen Platz. Aber ich kann ja noch Nas unterwegs... Nas von Kalt, wie bitte? Ich habe gerade geguckt, was beim Begleiter steht, also beim Nashornkalb. Der hat den Zusatz süß. Echt? Ja! Wenn ich hier das Nashornkalb auswähle, ist da Begleiter und süß. Ah, diesmal mal kein Tigerbaby gesehen oder so, ne? Nee. Ah. Wir können natürlich beim Königsfelsen rumgucken. Ja, da diesen King töten da, ja. Würde ich tatsächlich klettern wollen. Aber vielleicht ist da ja ein Tigerbaby, das du dann mitnehmen kannst. Ich habe keinen Platz mehr für Tigerbabys. Doch gleich die Musik anders, so königlich. Oh, hier ist noch Eisen. Nur der König. Der heißt doch so. Keine Ahnung, ich gehe nicht so nah dran. Also ich könnte mir vorstellen, dass er so heißt. Ey, du Scheißvieh. Da hat mich gerade ein T-Shirt erwischt. Also, sehen. Aua! Mansa! Scheiß Kodo oder was das war. Wo bist du denn überhaupt? Auf der Rückseite vom Königsfelsen. Ich höre dich. Scheiße, da kommt gleich noch einer. Oh, voll daneben. Verdammt. Oh, rette Banzai. Oh, das ist ein Elefantenbaby. Ja. Kann ich nicht mitnehmen? Doch, ja. Ich habe einen Elefanten. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir nach Hause. Wir haben ein Elefantenbaby und wir haben ein Nashornbaby. Ja, zwar kein Tiger, aber finde ich auch süß. Ich habe Dumbo. Ich kenne nämlich doch Disney-Filme, aber nur die ganz alten. Oh nee! Was denn? Noch ein Tier. Ich bin nicht in der Verfassung! Großer Gott!
Panzer! Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Es war auf jeden Fall eine äußerst erfolgreiche Großwildjagd. Vorsichtig, nicht, dass der Elefant uns angreift. Noch einer. Peter, wo bist du? Ich bin überlastet. Kannst du uns auch was in Banzai reinpacken? Der ist ja, der hat ja mehr Slots als Peter. Ja. Eine gute Idee. Und Peter ist soeben erschienen. Ah, danke. Das ist super. Ja, ich glaube, wir können jetzt erstmal einen Break machen. Wir gehen jetzt eh erstmal nach Hause. Ja, Banzai braucht eine Pause. Wenn du Fleisch über hast, also so Wildfleisch zum Beispiel, so Fleischfetzen, gib dir ruhig Banzai. Ja, wenn du mal stehen bleibst, kann ich das machen. Hier, 19. Dann freut er sich, ja? Ja, der muss heilen. Der hat viel gekämpft heute. Gut. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt mal einen Break und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Vergesst nicht zu folgen bei Twitter, da sind wir mittlerweile auch, oder ich bin da zumindest. Er versucht es zumindest. Ja, ich muss mal schreiben. Ne? Also, reingehauen und ciao. Tschüss.